Der Klang von einer elektrischen oder akustischen Gitarre ist unverkennbar und unersetzbar. Von Mini, also das, so sehe ich das. Es wird noch lang, ob es akustisch oder elektrisch ist, der Ding ist noch langlebig. Jahre. So weit zurück liegen ihre Anfänge. Heute ist sie das Symbol von der Rockmusik, die Gitarre. Seit über 70 Jahren gibt sie auch in einer elektrischen Version. Der Sound von der E-Gitarre prägt legendäre Rockhymnen, Popballaden und Jazz-Improvisationen. Und trotzdem weiß man eigentlich relativ wenig über die wahre Seele von dem faszinierenden Instrument. Herzlich willkommen beim Backline-Blog von der Balwa Session. Ich freue mich ganz besonders, euch heute einen Spezialist vorzustellen, der weltweit zu den besten Kennern der Gitarre zählt. Eigentlich ist er Wissenschaftler, und zwar im Bereich der Physik, der Geologie und der Ozeanographie. Aber seine Leidenschaft gilt nicht nur der Natur, sondern eben auch der Gitarre. In Münchenstein baut er Instrumente, die von den besten Musikern der ganzen Welt gespielt und geschätzt werden. Der Gary Levinson. Gary, herzlichen Dank, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen in ihrer tollen Werkstatt. Kannst du mir kurz erzählen, was fasziniert dich an dem Instrument? Ich bin selber Musiker. Früher also bin ich sehr aktiv gewesen und habe mit Bands gespielt und Solokonzerte gemacht. Und die Gitarre ist einfach das Zentrum von der musikalischen Welt, wo ich drin gelebt habe. Du bist ja in Amerika aufgewachsen. Ja. Erzähl mal ganz kurz, wie bist du auf das Instrument gestoßen? Der Gitarre war mein zweites Instrument. Also ich bin in Chicago geboren und dann bin ich nachher in den Maisfeldern von Zentral-Illinois aufgewachsen, in Galesburg. Und mit 10 habe ich dann mit Gitarre angefangen, weil ich Peter, Paul and Mary, the Chad Mitchell Trio, Urban Folk Music geliebt. Und da habe ich wollte mit meiner Stimme mal ein bisschen begleiten haben. So hat es angefangen. Und dann bist du ja ganz schnell mal zum Gitarrenbauer geworden. Wie ist das gewesen? Ich habe angefangen, Reparatur machen, also für Kundschaft, in 1964. Und zwar, da ist jemand in den Laden reingekommen und er ist betrunken auf der Bühne auf seine Gitarre gelandet und hat mir gefragt, ob ich das reparieren kann. Und ich habe gesagt, selbstverständlich, habe aber keine Ahnung gehabt in dem Moment, wie ich das mache. Am Ende hat er gesagt, ja, ich kaufe eine neue Gitarre, du kannst die alten Teile nehmen. Und das war mein erstes Projekt gewesen. Ich habe das Ding auseinandergenommen, wieder mal zusammengesetzt, repariert, Sachen ausprobiert und bin von dem Moment süchtig auf die Gitarre gewesen. Und bin in den USA gibt es Garage Sales und Backyard Sales. Das kennst du wahrscheinlich. Und da wo die Leute ihre Ramsch den Weg haben. Und ich bin immer dann in die Nachbarschaft gegangen und habe in dem Ramsch alte Gitarren noch gefunden. Die habe ich dann einmal restauriert. Aber in den alten Gitarren, das sind alte Washburns, sogar aus 1890. Was? Und ein paar andere Sachen, also alte Harmony Gitarren aus den 30er Jahren. Also es hat rentiert, um die mal wieder mal im Leben erwecken. Und die hast du können verkaufen wieder? Ja. Ja, sehr gut. Also auch Geschäftsmann im Hintergrund. Ja, gegen den Hunger. Dann gibt es ja auch noch, das sind ja alles akustische Gitarren, nehme ich an, in dieser Zeit, oder? Es gibt ja auch E-Gitarren. Ja. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erzählen, was ist eigentlich eine E-Gitarre im Vergleich zu der akustischen? Eine E-Gitarre. Also wenn du eine akustische Gitarre, du kannst einen Ton abnehmen und drauf machen. Und dann kannst du mit dem mal durch einen Verstärker spielen. Und so ist es einmal früher noch gewesen, wenn man zurück auf die 30er Jahre geht. Auch Charlie Christian, das ist eine akustische Jazz-Gitarre gewesen, oder Les Paul, auch das Gleiche. Da hat es gewisse Begrenzungen gehabt, wie Leute das hast können spielen. Wie dass du eine Freiheit hättest, zum Tonabnehmer ändern. Und dann ist
hat Gibson dann für Les Paul The Log gebaut, so hat das Ding geheißen, eigentlich als ein Prototyp für eine Solid Body. Und Leo Fendrich hat dann in 1947 auch die Idee gehabt, ich mache jetzt etwas aus Solid Body, also aus Holz und Tonabnehmer. Und dann habe ich mehr Freiheit, um das zu verstärken. Und das ist eigentlich der Anfang gewesen. Jetzt, wie funktioniert das genau, das Ton abnehmen und das Verstärken bei einer E-Gitarre? Es ist ein relativ einfaches Konzept. Und ich habe jetzt hier ein Bild ausgedruckt. Man hat ein Magnet und eine Spule. Also, so wie hast du, das sind Magnete und das ist die Drahtspule drum. Die Seiten sind ein magnetisches Material. Das heisst, wenn ich die Seite dort auflege, klebt auf den Magnet. Wenn der Seite auf und runter geht in das Magnetfeld, tut der Magnetfeld aufziehen und runterdrücken, aufziehen und runterdrücken. Wenn man ein Magnetfeld durch eine Spule bewegt, erzeugt das Elektrizität, Strom. Und das ist dann das nachher, was ein Signal gibt, je nachdem wie schnell dass es auf und runter geht, wie dick das die Seite ist, wo das es gestimmt ist. Und daraus kommt dann das Signal raus. Und das kann man dann in einen Verstärker rein tun. Ein Laie könnte meinen, eine E-Gitarre ist eine E-Gitarre. Warum ist es nicht so? Nehmen wir mal zuerst Tonabnehmer. Wir haben jetzt gerade erzählt, wieso dass das Ding funktioniert. Und wenn wir das einmal so anschauen, das ist eine Spule, sogenannte Single-Coil-Tonabnehmer. Und das hat zwei Spulen. Und das ist ein Humbucker. Ja, was soll das heißen? Also, ein Single-Coil ist genau das, eine Einzelspule. Da höre ich einen relativ spezifischen Teil von der Vibration von der Seite und die Obertöne. Wir nennen das ein Fenster. Jetzt, ich nehme zwei von denen. Ich tue der eine, wenn das Nordpol ist, mache ich hier Südpol. Und wenn das einmal uhrzeigerichtig ist, mache ich die andere in Gegenuhrzeigerichtig. Das ist das. Weil die verkehrt gespült sind und verkehrt magnetisch sind, das, was kommt von der Lampe oder der Verstärker, das Brummen wird rausgebockt. Humbucked. Und somit tut er mal, es ist ein viel ruhiger Tonabnehmer. Und dann, im Gegensatz zu dem, habe ich hier ein viel größeres Fenster. Ich höre mehr von der Seite Obertöne. Und somit klingen die völlig anders. Und dann gibt es ja noch andere Materialien, oder? Ja. Die Hauptsache, wenn man einmal anschaut für eine Solid Body Guitar, okay? Man denkt, ja gut, das ist ein Stück Holz. Ob das Ding aus diesem Holz oder jener Holz oder ich mag das Ding aus Beton oder Karton oder was man will, das spielt doch keine Rolle. Wir machen einmal eine Spornplatte. Geht nicht. Und der Grund, wieso dass das nicht Gold ist, dass jede von den Materialien hat eine sogenannte Eigenfrequenz. Ein Beispiel, dass man es ein bisschen besser versteht, das ist Mahagoni. Mahagoni hat eine relativ tiefe Eigenfrequenz. Das heisst, wenn man das einmal eine Gitarre baut, ist es eher wärmer im Klang. Ja, aber wie kommt das denn noch aus? Wir tun jetzt hier Mahagoni und Ahorn, das sind einfach ein paar Klotz miteinander vergleichen. Ahorn klingt eher hell. Aber jetzt, ich weiß nicht, ob man das wird, das können hören, mach es nur gerne mini. Und dann Ahorn. Man hört ganz klar, dass das eine höhere Frequenz ist. Je höher das die Frequenz ist, desto weniger tut das die eigentliche Obertöne von Material weniger stören, weniger auskanzelieren. Und somit habe ich ein heller klingendes
Holz. Jetzt, ich kann natürlich sogenannte Mix and Match, ich kann einmal die und jene Sachen miteinander vergleichen. Und wenn ich das einmal so anschaue, ich denke, jetzt will ich einmal ein warm klingendes Instrument, vielleicht sehr gut für Humbucker, ein jatziger Klang oder Fülle, fange ich mit Mahagoni an. Aber wenn das mir nicht hell genug ist und ich werde mehr durchbissen, dann kann ich mal beispielsweise zum Erle gehen. Wie man auch kennt von Fender-Sachen, vor allem in den 60er Jahren haben sie mit dem angefangen. Das ist immer noch mittig, aber viel heller als der Mahagoni. Und jetzt, wenn ich noch einmal eine Änderung im Klang will machen, kann ich zum Eschen übergehen. Und Eschen betont eher den Hören, weniger Mitte und den Bass. Also wie wenn man einmal einen Equalizer hätte, man tut jetzt einmal ein Smile machen. So klingt das, als was man da sieht. Dann kommt noch dazu, wie baue ich die Gitarre zusammen. Der Seitenhörn über dem Steg, in diesem Fall der Tremolo und der Obersattel. Wenn die Saite vibriert, geht der Schwingige von der Saite da in den Korpus hinein, der vibriert, und da geht es in den Hals hinein, der vibriert auch. Der Schwingige von der Obersattel kommt durch den Hals bis da, da kommt es von der Korpus rauf und da treffen sie sich. Ein Teil geht von der Hals in den Korpus hinein, ein Teil geht von der Hals wieder mal reflektiert und umgekehrt. Und das tut wieder beide Enden beeinflussen, wie das die Schwingungen sind. Unglaublich. Also, wie dass das aneinander zusammengesetzt, ob das aufgeschraubt ist, wie in diesem Fall, oder ist bei einer Les Paul durchgelimmt, oder es hat früher viel mehr Hals durch den Korpus sein, das ändert alles an wie viel Schwingungen durch das Ding durchgehen, wie das der Holz klingt, wie das die Endpunkte schwingen und die resultierende Klang. Vorher hast du die Gitarre gezeigt. Das ist eine ganz spezielle Gitarre. Erzähl mir ganz kurz, was ist das dort für eine Gitarre, die dort steht? Also, das erste Mal ist das ein Blade ER4. Wir haben sie vom Artprobe in 87 und kurz daraufhin ist ein bekannter Blues-Spieler in Montreux gewesen. Luther Allison. Und der ist in einem Musikladen dort neben dem Casino gegangen und hat ein Blade in der Hand genommen und sagt, ich finde das irrsinnig. Und hat mir dann angerufen, gesagt, ich möchte gerne Gitarre spielen, was können wir machen. Und somit ist er zu meiner ersten Endorse geworden. Und er hat dann Blade gespielt bis seine Tod in 1979. Unglaublich. Und das ist eine von seinen ersten Gitarren. Der hat dann nachher verschiedene Farben wollen. Er hat gesagt, ja, ich spiele das jetzt nicht, ich hätte lieber eine andere Farbe, ich lasse das da. Und das liegt so bei mir seit 30 Jahren. Was ist so speziell an deiner Gitarre? Was unterscheidet sie von anderen Gitarren? Das Ding ist von unserer Kundschaft entworfen. Von Anfang an bis Ende. Die Kunden kommen rein und sagen, ich habe eine Fender Strat und es ist toll, aber ich würde gerne, wenn ich könnte, mal einen fetteren Sound haben. Oder einer kommt rein und sagt, ja, ich habe den Les Paul, aber der ist mir einfach schwer und der Hals ist mir zu breit oder zu schmal, die Bühnen sind mir zu tief oder zu hoch. Du lebst in einem Marketingstudium all day, every day. Und die haben mir gesagt, ich wäre froh, wenn meine Gitarre würde das machen und es würde das würde nicht machen. Und aus all der Information ist ganz klar, dass es eine Gitarre gegeben hat, die die Leute am liebsten gehabt hat. Und das ist die mythologische Paulcaster. Les Paul und Stratocaster in einem. Und alle die Besten von beiden da können vereinen. Und aus dieser Information und die Sache, die da ist, ist Blade entstanden. Es gibt eine Sache, es gibt zwei Sachen, die ganz unterschiedlich sind und meine Patente sind.
Der Freudos-Tremolo ist ausgefallen in den 80er Jahren. Und das ist ein Schwebens-Tremolo. Also, es war irrsinnig, du hast viel mit damit machen können. Wenn du eine Seite kaputt gegangen ist, ist Ende von den Spielen. Und dann läuft schnell der Rodi raus und gibt Eddie Van Halen einen anderen in die Hand. Normale sterbliche Musiker haben das nicht. Also, folglich haben sie müssen Seiten wechseln. Und dann alle Stimmen, du musst ein Werkzeug haben zum Aufmachen. Und das geht 10 Minuten. Wegen dem müssen Bassisten und Schlagzeug so viele Witze können erzählen. Und dann in die Elektronik, das nenne ich die Variable Spectrum Control. Das heisst, ich kann ein Klangspektrum variieren. Kann ich das gerade auch machen? Ja, das halte ich hier. In der Mittelposition höre ich eine herkömmliche passive Gitarre. Wenn ich das fette Sound will haben, dann schalte ich das ab und es geht mir mitten um 650 Hertz und das füllt das rein, was der dicke Korpus mit den zwei Humbuck gemacht hat. Ich kenne keinen Gitarrist, der immer eine 9 Volt Batterie dabei hat. Und wenn der einmal ausläuft oder ein Foto verzehren, kann ich hier in der Mittelposition gehen. Ich kann die Batterie aus der Gitarre rausnehmen. Es läuft. Es kann nicht passieren, dass ein Musiker nicht spielen kann. Jetzt schalte ich das mal ab. Und da kriege ich mitten um 650 Hertz, also das fülle Mitte-Sound, die ich auch habe, von Mahagoni. Oder ich will schöne verzerrte Sound haben. Und das tut meinen Ausgang um 12 bis 14 dB erhöhen. Wenn ich ein Fan bin von Mark Knopfler und Sultans of Swing, wo ein bisschen, wir haben vorher geredet von der Holzstow mit dem Leckle auf der Equalizer, ich tue das mal auf, da habe ich Treble Boost und Bass Boost. Also kommen wir in das richtig. Ich weiß nicht, was für eine Verstärker das er spielt und was für Musik das er spielt. Wegen dem habe ich dann entschlossen, da ist die Batterie drunter, ich muss nichts anderes machen, dass ich das machen kann. Dann habe ich Midrange, Treble, Bass, einen kleinen Potentiometer und ich kann das einstellen. Und nachher ist das alles da mit einem kleinen Knopf zu bedienen und kein Problem. Wahnsinn. Und ich bin kein Fernproblem. Und das haben alle unsere Kundschaft. Philipp hat das heute noch. Die kommen ihnen und sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und das ist die zusätzliche Input, die wir kriegen, jeden Tag. Gibt es einen berühmten Song auf der Welt, wo man weiss, das ist jetzt ein typischer Blade-Song oder mit einer Blade gespielt? Fällt dir gerade einen ein? Was man sich sicher kann sagen, ist, wir haben sehr viele Blues-Gitarristen kennengelernt, also Scott Holder mit Buddy Guy gespielt hat, und Country-Gitarristen, die Instrument haben ausprobiert und haben Welle und haben gespielt, haben als Endorsement auftreten und sie spielen heute noch auf. In 1993 haben wir Garth Brooks in seine Band gehabt, Chris Luzinger, der Gitarrist, Reba McEntire und beide Gitarristen und der Bassist kam, Aaron Tippin, Dolly Parton, Barbara Mandrell. Und das ist sogar Barbara Mandrell, ihre Gitarrist ist Dave Salyer gewesen, der spielt heute noch auf seine Sachen und der hat alle Musiker gekannt, der sagt, du musst das Ding mal ausprobieren. Und somit haben wir alle diese Musik, wir sind der Country Musik Kings, wenn man so will, in Gitarre. In 1993 ist Blade auf 500 Millionen Platten. Und dann gibt es noch einen ganz berühmten Schweizer, der auch Blade spielt, nämlich den Philipp Fankhauser. Und der hat sogar ein Blade an der Balwas gespielt, an der Balwas Session at Home. Wenn wir kurz reinhören? Ja, gern. Philipp, normalerweise, also hier spielt der Levinson Gitarre, das ist akustisch. Ja, genau. Und der Marco Jemperelli spielt immer Blade. Genau, der spielt Blade. Ja. Genau. Ja. Und der spielt den Levinson. Ja. Aber toll, dass die ein Schweizer Produkt eigentlich spielen, ja. Oder? Über alle diese Jahre jetzt
Wir waren da, um den Schweizer Musiker zu dienen, wenn man so will. Ohne den Schweizer Musiker haben wir nicht die Kundschaft gehabt, um mal das anzufangen. Und ob das der Schmetterding oder Zürich West über die Jahre oder Patent Ochsner oder wie sie alle heissen, die sind alle irgendwann einmal bei uns in der Werkstatt gewesen. Also Blade ist nicht nur das, sondern es ist auch eine Marke, die weltweit operiert. Erzähl mal. Alles, was wir machen, entsteht zuerst mal hier als Prototyp. Da, wir haben eine Idee, wir bauen es zusammen, wir schauen mal, ob das alles klappt, wie wir wollen. Zum Beispiel da, hier, da sind wir jetzt noch am Zusammenschrauben. Das ist ein Delta Body, zwei Humbucker. Wir haben ein neues Pickguard-Konzept. Und wir haben jetzt einfach hier, das ist sogenannte Torified oder Roasted Neck. Das ist Ahorn, die mal unter sehr, sehr viel Hitze austrocknet wird. Und jetzt, wenn wir fertig sind mit dem, sagen, so setzt sie, so ist die Elektronik drin, und wir werden mal den Programm nehmen können und schalten. Dann geht das in die Produktion. Gibt zuerst den Prototyp, wenn das alles stimmt, Korrektur, und nachher kann ich das produzieren. Wir produzieren jetzt in Korea und China, sehr viele Sachen in China und in der Tschechei. Früher war halt die E-Gitarre so ein bisschen das Symbol vom Rebellentum, ja. von der rebellischen Rocker. Ist eine E-Gitarre heute ein Fashion-Objekt geworden? Oh, ich würde sagen, ganz sicher, und zwar, ob das die Form ist oder ob das die Farbe ist. Das Problem, das wir sehen, ist, dass schlussendlich sind die Gitarristen unter die konservativsten Leute, die es überhaupt noch gibt. Ein Schlagzeuger, auch noch ein Bassist, sind viel offener zu sagen, ach, das ist ein gutes Instrument, ich will das Ding mal probieren. Der Gitarrist steht am Morgen auf und sagt, ich kann schon immer wollen, ein 1957er Schwert haben. Oder ein 62er Les Paul. Oder whatever. Und dann gehen sie auf dem zurück und bleiben da hängen. Und dann haben sie dann noch einen alten Marshall oder Fender oder Boogie-Verstärker. Und da sind sie in dem Box eingepackt. Und das finde ich schade. Mhm. Nicht alle Musiker sind so, aber sehr viele fühlen so an. Und das ist nicht Rebellion. Was ist die Zukunft der E-Gitarre? Heute ist ja Musik alles elektronisch. Synthesizer, jetzt kommt künstliche Intelligenz. Und du baust noch ein elektrisches Instrument. Der Klang von einer elektrischen oder akustischen Gitarre ist unverkennbar und unersetzbar. Von Mini, also das, so sehe ich das. Es wird noch lang, ob es akustisch oder elektrisch ist, der Ding ist noch langlebig. Gary, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch. Es ist mega spannend, dich kennenzulernen. Ich danke dir, Signor. Ich danke dir. Was für ein faszinierender Musikkenner, Tüftler und Geschäftsmann. Der Gary Levinson ist mit dem Grund dafür, dass Basel eine wichtige Destination ist für viele Grösse aus dem Pop und Rock. Das Gleiche gilt für die Balva Session, wo die Fans und Macher von dieser Szene vereint und ihre Hintergründe beleuchtet. Auch im nächsten Backline-Blog machen wir uns wieder auf die Spur von spannenden Storys aus dieser wunderbaren Welt. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei.